So Leute, also es gibt nach längerer Zeit wieder ein Video von mir und man sieht, Klangig hat ganz gut funktioniert. Beim Einser habe ich leider etwas vergurkt. Allerdings, die Achterradhäuser haben wir komplett durch die Achterradhäuser erledigt. Also das schaut einmal gut aus. Und bei den 9ern, 5, 4 und 5 haben wir einmal 3 Sterne angehängt, dem 3er zweimal. Oder fast dreimal und dem zweimal. Einer war von mir, von Gindi runter, aber einer von Gindalf, dem Weißen. Aber zwei reguläre 3 Sterne haben wir auf jeden Fall. So, und jetzt schauen wir uns das einfach durch. Also im Prinzip waren beteiligt an dem ganzen Jimmy, Don Lama, Gindi 2 und dann Gindalf. So, und ich schnapp mir jetzt einfach mal Jimmy her. So, die erste Basis. Und ihr geht hier mit HGHB drauf. Und zwar, wo ist mein Stift? Da ist mein Stift. Und zwar geht er hier mit den Riesen drauf, setzt da jeweils einen Babydrachen zum Gebäude wegräumen. Und noch ein paar Magier dazu, bricht dann hier auf und geht hier mit den Heilern durch. Im Prinzip, der Winkel hier sieht ganz gut aus. Er schafft dann wahrscheinlich auch schneller mal die Luftabwehren, während die relativ weit hinten stehen und schickt dann von hier die Schweinis rein. Und das Schöne ist, warum er hier reingeht, ist, dass er. Es ist ziemlich offensichtlich bei der Basis, dass. Mal schauen, ob ich da eine andere Farbe habe. Genau. Dass die Riesenbomben genau hier liegen und hier. Weil es gibt eigentlich nie, keine anderen sinnvollen Stellen zwischen zwei Verteidigungen. Vielleicht noch, aber. Ja. Da. Aber es müsste schon eine ziemliche Überraschung sein oder hier. Ja, na, die funktionieren nicht wirklich. Also, im Prinzip gibt es nur die zwei Stellen und er trifft hier gleich dann einmal die erste Riesenbombe, also die ersten zwei Block. Wenn er von hier reingehen würde, sagen wir mal, würde auch funktionieren, dann müsste er gleich einmal zwei, drei Mauern durchschlagen, bis er dort ist. Also, auf jeden Fall, die Route ist. Okay. Die Schwierigkeit, die er hat, ist, er geht hier mit Riesen drauf, da kommt die Babydrachen und Achtung, auf diese Bauhütten. Und zwar, das ist ein bisschen gemein, weil gefährlich ist auch der Magierturm hier, weil der Bogenturm, die Verteidigungen, da, da, da. Die sind alle, die schießen alle auf die Riesen, die sind abgelenkt. Der Bogeturm hat eine Reichweite von etwa so, der spielt keine Rolle. Und auf das Problem, was er hat, dass dann auch noch ein paar Skelette auftauchen, die den Babydrachen ablenken und dass ihm die drei Bauhütten stehen bleiben, weil der Magierturm die auch noch teilweise abdeckt und das ihm, er bringt zwar die Riesen laufen zwar rein mit den Heilern und die Bowler zum größten Teil auch, aber die Queen läuft so rundherum. Und schauen wir uns das einfach mal in der Wiederholung an. Und hier Babydrachen, jetzt kommt mit Magier-Support, jetzt kommen die Skelette und jetzt, ja, der Babydrache ist ein bisschen abgelenkt und es braucht ihm. Der Drache da ist relativ schnell, aber der braucht einfach zu lange. Jetzt geht er mit den Riesen schon drauf und das Problem, was er hat, ist, dass er jetzt die Magier zu sehr mittig ansetzt und die jetzt genau da wegräumen und da stehen lassen. Eigentlich will man es genau umgekehrt, dass da die Gebäude weg sind, da die Gebäude weg, aber da in der Mitte noch stehen, dass die Queen und die Bowler da angezogen werden. Und das Zweite ist, was ich da eher anders gemacht hätte, schauen wir uns das noch einmal an.
So, und zwar an der Stelle, die Babydrachen, die nimmt man in der Regel dann, wenn man unter leichtem Beschuss von einem Bogiturm steht. Also, wenn nur Kanonen dastehen, das ist eigentlich da der Fall, weil der Bogiturm hat so in etwa die Reichweite. Ich hätte da einfach drei Lakaien gesetzt, das wäre ein bisschen billiger gewesen, die hätten den Job genauso erledigt. Drei Lakaien haben da vom Angriff her fehlt da auch nicht viel. Da die Riesen, da ist schon alles abgelenkt, da noch zwei Magier dazu und das hat sich. Hier der Babydrache, sage ich einmal, ist durch diesen Bogiturm wäre gerechtfertigt, allerdings der ist abgelenkt, der Magierturm schießt noch auf ihn, ja. Da macht er durchaus Sinn, weil ein Lakai wird vom Magierturm da beschossen. Nur hätte ich ihn nicht hier angesetzt, sondern eher hier, weil die Gebäude da spielen keine Rolle. Die sind nicht wichtig. Wichtig sind die drei Bauhütten, das Labor geht relativ schnell platt und die zwei Gebäude da. Die Goldminen können stehen bleiben. Die ziehen die Bola und Queen an und wenn man sich das ansieht hier jetzt, hat er da eigentlich nachdem der Babydrache, wenn er den so ansetzt, nicht klar ist, ob er in die Richtung oder in die Richtung fliegt, setzt er dann noch zwei Magier dazu. Das heißt, er hat da eigentlich 18 Truppen mitiert, wo es eigentlich auch 6 Truppen mit drei Lakaien hätte auch das hätte es eigentlich auch getan. Und hier dann behaupte ich einfach, der Babydrache allein hier einfach den Speicher da ignorieren. Der Sammler geht relativ schnell platt, das Labor hat auch nicht viel Leben und dann ist das, sag einmal, hier auch platt. Vielleicht noch hier ein Magier dazu auf der Innenseite. Ja, und vielleicht dann damit ein paar Magier. Ja, und jetzt sieht man auch was Schönes. Er hat die Magier hier. Die waren nicht ungedeckt. Die Kanone schießt jetzt auf die Magier und da hat jetzt einen verloren, weil er mit den Riesen einfach etwas zu langsam war. Und ja, was halt mit dem Babydrachen noch ein gewisser Nachteil ist, die laufen dann, wenn ich Magier setze, die laufen dann mit rein und killen die Clan-Truppen. Und man, klar, wenn man eine Level 30 Queen hat, kann man sich auf die schon ein bisschen verlassen. Ich bevorzuge es aber eher, dass ich noch ein paar Magier mit reinschicke für den Fall, dass die Queen herumläuft. Also diese zwei, drei Magier wären schön gewesen, wenn sie reinlaufen würden. So. Und da sieht man diese schöne Sache mit der, gerade die Queen durch ihre hohe Reichweite ist immer sehr gefährdet. Die Bauhütte bleibt stehen, Queen läuft so herum, wird dann den Bogiturm killen, den Magierturm und dann haben die Truppen da schon weggeräumt und die Queen ist da auf den Speichern. So. Soweit einmal das Ganze. So. Und jetzt hat er natürlich ein Problem. Er hat keine Magier drinnen. Er hat jetzt drin die Riesen, die Bowler und hinter nach Heiler und den King, aber er hat nichts mehr drinnen, was irgendwie auf Luft gehen würde. Das heißt, er ist jetzt nur von seinen Zaubern abhängig, dass die Clan-Truppen platt werden. Und die Gefahr ist dadurch einfach so groß, dass diese Clan-Truppen einfach aus dem Radius rausfliegen. Und ja. Der Luftfeger bremst noch ein bisschen. Das Glück, was er eigentlich gehabt hat mit den Landtruppen, ist, dass die Gegner anscheinend nicht wirklich mitgedacht haben, weil ein Babydrachen füllt man nie zu einem normalen Drachen ein. Oder nie zu Lufttruppen gemeinsam, weil dann macht er nur ein Drittel vom Schaden. So, die Bowler, also muss sagen, das war relativ knapp, dass der Drache down geht. Das ist jetzt nur mal der Gifteffekt. So, die Queen läuft hier herum, die räumt ein bisschen auf, aber mehr nicht.
Die Boulder haben relativ schön hier weggeräumt und haben auch da diese zweite Riesenbombe erledigt. Und jetzt setzt das eine Schweinis und die laufen hier einem Zug durch, ohne dass sie über viel Bomben drüber laufen. Und Kanonen sind zum größten Teil noch abgelenkt. Und jetzt sieht man da richtig schön ein Heilzauber. Behaupte, man hätte ein bisschen später auch setzen können, aber okay. So, zweiter Heilzauber hier. Und im Prinzip ist an der Stelle eigentlich schon klar, dass die Basis platt ist, weil es sind nur mehr drei Gebäude übrig und Queen ist noch am Leben, Bowler sind noch da, Schweine sind noch da, Riesen sind noch da. Und es ist alles nur eine Frage der Zeit. Nun gut, also bis auf die Sache mit den Magiern am Anfang hat das relativ schön funktioniert. Den zweiten Angriff waren 98% und wenn man sich die Basis anschaut, relativ sagen wir mal, seltsames Layout. Ich weiß nicht, was der Gegner davor gehabt hätte. Ja, und Jimmy hat jetzt folgenden Plan gehabt, dass er die Gebäude da mit Lakaien wegnimmt und dann, wenn das da weg ist, hier einen Queen Walk startet und mit Level 30er Queen kann man das auch auf Rathaus 9 richtig schön machen und startet hier den Walk. Sein Problem, also was ich da gesehen habe, also ein Problem. Erstens einmal, hier hat er relativ wenig Verteidigung. Das heißt, er räumt in erster Linie Zivilgebäude auf und trifft in der ersten Phase jetzt nicht unbedingt viel Verteidigung. Was ihm, das heißt, kommt da nicht wirklich viel raus, außer ein bisschen aufräumen in der ersten Phase bis hier. Zweite, also was allerdings ist der X-Bogen da, das heißt, ihr wird eigentlich ab hier in etwa, ist er die ganze Zeit in der Bedrängnis von dem X-Bogen, der ständig auf ihn drauf schießt und der ist, muss eigentlich Fähigkeit oder Wut eine nach der anderen setzen, damit er die Queen hier durchbringt und die ist immer irgendwie gefährdet dadurch. Und das dritte Problem, was er hat, ist, dass er mit dem Queen Walk dann vor allem durch diese lange Aufräumphase relativ lange wartet und sich das einfach dann am Schluss mit der Zeit nicht ausgeht. Also, Lakaien kommen und okay, so. Queen kommt, so. Die fängt jetzt an aufzuräumen. So. Und jetzt kommt schon der X-Bogen dazu. Das heißt, jetzt ist die Queen ständig unter Bedrängnis. Der Luftfeger bläst auch noch entgegen. Das heißt, jetzt muss er gleich einmal die erste Wut setzen. Da trifft er aber jetzt nur die Heiler, gar nicht so die Queen. Das heißt, er gewinnt nicht wirklich viel Zeit. Und so. Und ich habe da eine gute Faustregel. Spätestens bei 2 Minuten. Mit dem Queenwalk ist. Spätestens bei 2 Minuten sollte man in der Regel den Hauptangriff starten. Sonst wird es mit der Zeit knapp. Beim Farmen habe ich so die Regel nach 1 Minute, aber da will ich ja keine 3 Sterne haben. Da kann man sich mehr Zeit lassen, aber im Klangkrieg, und ja, man sieht jetzt 1 Minute 55 und so viele Gebäude noch gar nicht eigentlich bekommen durch die Queen und ja, jetzt kommt eigentlich erst der richtige Angriff bei 1 Minute 45 und vor allem durch diese lange Aufräumschleife da. Sag mal, ja, Queen ist immer noch stark unter Bedrängnis. So, und jetzt kommen noch die Clan-Truppen, jetzt verbraucht sie die Fähigkeit und jetzt kommen natürlich beide X-Bogen auf die Queen und naja, okay, der eine X-Bogen zielt wieder weit hin.
Kim hält dann doch relativ lange durch, aber sie hat halt auch nicht unbedingt so viel Verteidigung weg. So, und jetzt sind beide X-Bogen da und jetzt war es das einfach. Und jetzt hat noch eine Minute hier für das ganze Aufräumen plus Weg hinein. Und ja, wie man sieht, Golems fangen schon ab, King ist noch da, Magier, aber Sekunden, das geht sich einfach nicht mehr aus. King hat die Fähigkeit auch schon verbraucht und nun ja, 20 Sekunden. Der Fähige ist auch noch da und gerade dieses durch die Mauern, die durch die letzten Mauern so und jetzt ist es aus. Also er hätte schon noch einige Zeit gebraucht, bis er dadurch zum Tesla reinkommt und den Luftfeger hätte er auch noch. Da auf jeden Fall von hinten vielleicht ein Ballon noch sinnvoll gewesen, aber ja, einfach ein bisschen zu langsam. So, nun gut, schauen wir mal. Don Lama. Und ich fange vielleicht gleich mit dem zweiten Angriff her, weil der passt zu der Basis. Also, vorher habe ich noch mit Gandalf, das war eigentlich nur mein Probeangriff. Und ich bin jetzt hingegangen, ich habe jetzt bei weitem nicht die Helden. Allerdings, was ich gesehen habe bei der Basis ist, dass ich hier mal schön zwei Luftabwehren habe ich einmal durch. Vier Blitze und ein Beben, das heißt, ich spare mir da sogar das Beben. Die eine Luftabwehr, die kann ich hier holen, nur mit den Helden allein. King und Queen sollten das schaffen, selbst auf Level 15 und 13. Und die, nachdem ich ja noch jetzt noch einen dunklen Zauber frei habe, die Luftabwehr kann ich relativ einfach mit Ballonen von der Seite holen. Selbst ohne Eilzauber wird es möglich, aber mit Eilzauber natürlich noch viel einfacher. Und mein Plan ist jetzt konkret der, dass ich sage, ich blitze hier weg, schicke die Helden dann hier drauf, die Luftabwehr geht platt, ich starte da meine Drachen, und zwar hauptsächlich von der Seite und bekomme relativ früh die Bogetürme hier platt, zumindest die Hälfte. Und die X-Bogen sind auf Boden, da habe ich nicht viel Problem. Da habe ich unten habe ich natürlich mit Teslas zu kämpfen, aber ich habe da auch nicht viel, was dann auf Drachen schießt oder irgendwie gefährlich werden könnte. Und die räumen da relativ billig die ganzen Gebäude weg. Und was ich auch habe, ich habe 10 Drachen, 4 Ballonen, da habe ich einen Lavahund. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich einen Lavahund reinschicke, zwar später von dem Winkel, der fliegt so durch, gibt mir ein bisschen Deckung für meine Drachen und dann schicke ich mit einem Eilzauber von hier die Ballone rein. Ich habe aber ein bisschen zu ungeduldig gehabt, die Ballone vorhinein schon gesetzt, nur ja, direkter Eilzauber auf die Luftabwehr haben. Ja. Da hätte ich den Lavahund gar nicht gebraucht, aber vom Timing her war das so, sehr schön, dass der Lavahund dann reinfliegt. Wie gesagt, darf ich nicht im Vorhinein schon setzen, vor den ganzen Drachen, weil sonst fliegt er zu der Luftabwehr und stirbt dann, sondern ich schicke ihn so rein und die Luftabwehr geht in dem Moment ab, dass der dann da irgendwo stehen bleibt in der Mitte und mir dann für den ganzen Rest tankt. So. Also, schwupp, Drachen. Der Grund, warum ich Drachen nehme, nicht mit Golaloon, ist, weil ich die Queen, ich müsste die Queen killen mit Golaloon und die ist einfach so weit weg und da will ich nicht unbedingt rein, aber Luftabwehr sonst ist einfach platt. Also, ja, Drache in der Clanburg mit Babydrache zahlt dann auch schnell drauf. So, und jetzt kommen die Ballone, Bomb. Lavahund bleibt in der Mitte stecken. So, tankt ein bisschen. Die Ballone machen noch ein bisschen ihre Arbeit. So, oben, die Queen ist noch ein bisschen, räumt noch ein bisschen auf. Da habe ich jetzt die Fähigkeit gezündet. So, wieder ein Tesla down. Jetzt der letzte Bogeturm. Und wir
der Stelle weiß ich, okay, ich habe unten drei Drachen, oben noch zwei, sechs Drachen, ein paar Ballonen, einen Lavahund und Queen geht auch schon down, nur mehr gegen einmal Teslas und ja, keine Chance, dass der Gegner es überleben würde. So. Lavahund fast down, aber ja. Zweck hat er erfüllt. Schauen wir uns zeitlich das Ganze an, 2 Minuten 23. Also, Zeit war noch genug da. Ist klar, einfach mit so viel Drachen drauf. Ja. So, dann von Don Lama den ersten Angriff auf den Vierer. So. Und in dem Fall, was habe ich da gesehen? Und zwar Clanburg relativ einfach lockbar. Die kann ich im Eck besiegen und die Helden beide komplett draußen. Das heißt, ich brauche nicht einmal einen Koho-Angriff. Ich kann die Helden und die Clan-Truppen eigentlich ziemlich günstig neutralisieren. Und zwar kille ich da am Rand mit Barbaren und Magiern die Helden mit einem Giftzauber, setzt dann King und Queen, die räumen dann beide Helden auf. Also sollte kein Problem sein. Zumindest mit den Fähigkeiten. Und dann setze ich die Schweinis von hier, weil die einzige mögliche Stelle, wo der Doppelbomber ist, ist da. Aber wenn ich von der Seite her komme, dann laufen mir die Schweinis da nicht drüber, sondern die laufen dann so irgendwo weiter und dann sollte mir nicht wirklich viel passieren können. Wobei ich stelle fest, dass eigentlich da auch nur ein Tesla steht. Ja. Das sind nur mal Einzelbomben. Und die Einzelbomben könnten natürlich liegen hier. Da machen sie keinen Sinn, da laufen die Schweinis rundherum. Da könnte eine Einzelbombe liegen, da. Vielleicht hier. Allerdings, das sind alle Stellen, wo viel Verteidigung rundherum ist, wo ich sowieso heilen will. Und jetzt setze ich mein Heilzauber einfach so. Schwupp, Einzelbombe. Dass die Schweinis einfach da vorgeheilt werden, zumindest wenn sie in der großen Gruppe drüber laufen. Jetzt habe ich noch einen Heilzauber frei gehabt. Den habe ich dann einfach für hinten. Genau, der kommt jetzt hier. So, und ja, das war's dann eigentlich. Aufräumphase und ja, das war's mit der Basis. Also, vor allem, was auch. Oder generelle Empfehlung mit Schweinis. Mittlerweile ist es so, dass man mit Goho ja gar nicht mehr weit kommt. Das liegt aber in erster Linie an den X-Bögen, weil wenn ich Level 3 X-Bögen habe und es schießen zwei auf die Schweinis, dann machen die mittlerweile so viel Schaden, dass der Heilzauber nicht mehr nachkommt. Wenn ich da aber noch recht kleine X-Bögen habe, ist es kein Problem. Also dann kann ich trotzdem unter der Heilung die Schweine ist immer noch am Leben erhalten und wie gesagt, wenn Helden platt sind, also eigentlich draußen stehen und nicht wirklich eine Bombengefahr droht, ist das eigentlich die erste Wahl bei Angriffen. So, gehen die zwei und zwar fangen wir mal den Fünfer an. Das war. Die Basis ist etwas niedrig, darum hat das noch funktioniert, aber da. Ich hätte eigentlich mit Govaho drauf gehen sollen. Oder? Ich habe mich jetzt aber für Govabolo entschieden, weil ich gesagt habe, kann da sehr schön mit zwei Golems ansetzen. Das ist auch ein Kriterium. Wenn ich mit Govaho drauf gehe, dann versuche ich immer mit einem Golem durchzukommen. Mit Govabolo geht es ja in erster Linie um die Bowler, die reinkommen. Da kann ich sowieso nur eine Clanburg mitnehmen. Magier zahlen sich nicht so viel aus. Und 9 Walküren statt 6 würden sich. Oder einfach 10. Sag ich mal, das hat nicht wirklich den großen Wert mehr. Das heißt, da bringe ich lieber einen zweiten Golem. Und die kann ich natürlich da sehr schön ansetzen. Setze meine Magier, da habe ich ja genügend zur Verfügung.
Breche dann auf zwei Stellen auf, setze meinen Jump hier und damit bringe ich meine Bowler, zumindest ist das die Hoffnung, mit den Helden da ins Zentrum. Die Luftabwehr geht platt, die Luftabwehr geht schnell platt, die geht auch platt. So, und was ich eigentlich sehen hätte müssen, ist, wenn die Queen nicht zufällig dann in der Mitte landet, dass die Bowler die Luftabwehr nicht schaffen. Das heißt, die Walküren, klar, wenn sie in die Richtung ausbrechen, wenn sie aber in die Richtung ausbrechen, dann ja, bekomme ich die Luftabwehr nicht. Und das ist mir fast dann auch etwas zum Verhängnis geworden. Ja, ich weiß, okay, 1 Minute 30, es war nicht so schlimm, die Basis war schnell platt, aber liegt eher daran, dass die Basis relativ niedrig war. So, meine Golems, meine Magier, und da braucht man sich gar nicht zu viel Stress machen mit zwei Golems, die haben mir jetzt genug Leben. Jetzt kommen Bowler rein und ein guter Tipp, das habe ich auch letztes Mal erst festgestellt, mit Gova Bolo die Walküren nicht zu früh reinschicken. Und zwar lieber die zuerst, weil sonst hat man das Problem, wenn die Walküren. Warte mal, wo ist mein Stift? Da ist mein Stift. Wenn ich die Walküren zu schnell hineinschicke und die laufen hier hinein und rennen da weg, dann neigen die Bowler eher, dass sie dann nach außen laufen und nicht schön in den Kern gehen. Wenn ich mir mit den Walküren ein bisschen Zeit lasse, dann können die Bowler da schön aufholen und genau das passiert hier, zumindest fast, dass sie da schön hineinkommen. Und jetzt bin ich im Kern Heilung Wut und die Walküren tun schön ihre Arbeit. So. Und genau das ist jetzt passiert. Die Luftabwehren, klar, die ersten zwei sind platt, die zweite durch die Bowler. Allerdings, die Walküren brechen links raus. Rechts brechen sie auch aus, aber da, das war nur eine und durch die Riesenbomben überlebt sie es nicht. So, das heißt, mir bleibt eine Luftabwehr stehen. Allerdings, nachdem ich das schon irgendwie geahnt habe, habe ich da gleich einmal meine Ballone schön gesetzt und habe die Verteidigung hier so schnell eliminiert, dass ich da noch Truppen habe. Gleichzeitig habe ich dann meine Ballone da, weil ich eigentlich genug gehabt habe, da drauf geschickt, dass ich, auch wenn sie nicht weiter überleben, aber die Verteidigung da wegbekomme. Und jetzt ist der Großteil der Basis schon platt. Und nachdem das links so schnell gegangen ist, habe ich jetzt noch Ballone, die übrig sind. Und jetzt setze ich meinen Eilzauber noch ein, den ich mitgenommen habe. Eine der wenigen Fällen, wo der wirklich sinnvoll war. Und ja, zumindest den Tesla bekomme ich jetzt durch die abgestürzten Ballons auch noch platt. Und Luftabwehr allein tut ja an sich nichts mehr. So, und die restlichen Truppen räumen wir dann auf. Also, bisschen schlampig das Ganze, aber es hat funktioniert. So. Das Ganze habe ich jetzt beim zweiten Angriff auch noch gemacht. Und mein Vorteil war, es war auch ein Übungsangriff und ich habe von Jimmy schon ein bisschen Informationen über die Basis bekommen. Wobei, es, ich muss sagen, es war auch mein ursprünglicher Plan so. Und zwar, was ich hier gesehen habe, ist, dass ich hier, und zwar normalerweise sollte man nicht über ein Eck angreifen, weil bei einem Eck ist es relativ schwierig, seine Truppen hineinzubekommen. Allerdings, mit zwei Golems kann ich hier wirklich schön breit wegräumen und dadurch wird es ein bisschen einfacher. Das heißt, ich setze den Golem da, räume hier weg die, mit Magiern, räume hier weg, setze dann hier die Mauerbrecher, die Golems werden wieder so hier hineinlaufen und dann schicke ich meine Walküren, meine Bowler, meine Helden da hinein und setze hier einen Jump. Und mit dem Jump, wenn es die Bowler hier hineinschaffen, erreichen sie die Luftabwehr, den X-Bogen, die Luftabwehr, die Queen ist platt, die Clan-Truppen sind weg, der King ist platt. So. Das schaffe ich durch einen Jump hier. Und dann nehme ich
jeden Fall, habe ich gesagt, nachdem ich wirklich so schön an die Luftabwehren bekomme, nehme ich im Vergleich zu meinen 13 Magiern, tun es auch 9. Und ich nehme dafür, also 4 Magier weniger, ich nehme dafür 13 Ballone mit, weil ich hier relativ viele Bogitürme noch stehen habe und auch noch Magiertürme. Und Faustregel ist so, pro Bogiturm 2 Ballone. Hier steht höchstwahrscheinlich ein Tesla, weil das ist die einzige Stelle, wo man wirklich gut locken kann. Und dass da wahrscheinlich irgendeine Falle steht. So. Bogitürm, Bogitürm und die Magiertürme brauchen auch jeweils einen Ballon, wenn nicht zwei. Kanone, ein Ballon schadet auch nicht. Einfach damit die Truppen innen länger überleben. So. Also, ich räume links und rechts weg meine Mauerbrecher. So, die Minion an der Stelle merke ich, okay, ich kann mal mit den Valkyren noch ein bisschen Zeit lassen. Bowler zuerst, dann Valkyren. Jump. So, jetzt kommt der erste Wutzauber. Boom, King is Blood. Gift kommt drauf. So, Heilzauber kommt drauf. Zweite Wut kommt. Und zwar jetzt. Die ist zwar Bowler statt für die Valkyren, aber. Und ich schaffe es nicht wirklich schön hinein, aber. Es funktioniert zumindest. Und ich gehe jetzt hauptsächlich zuerst einmal oben drauf. Oder links oben. Und. Jetzt sehe ich, okay, der Bowler schießt da als nächstes auf die Luftabwehr, also die wird er schaffen. So. Auch wenn er mir da ein, zwei Ballone wegschießt, aber ja, besser als ich bin zu spät dran. So. Und jetzt kommt noch der schöne Eilzauber, der den Ballonen da furchtbar beim Aufräumen hilft. Den Bogiturm da, das. Die Tesla, der hat ein bisschen gestört. Da hätte ich noch einen dritten Ballon von Anfang an setzen müssen. Ja, zwei suchende Luftminen gehen auf denselben Ballon. So, und der Ballon bleibt noch mit ein bisschen Leben erhalten. Allerdings habe ich fast keine Aufreibmagie. Und den einen habe ich da, glaube ich, unten gesetzt. Der ist dann von den Skeletten gefressen worden. Aber ich habe noch die Queen, ich habe zwei Bowler. Und ich habe den Ballon. Und der Ballon hat da jetzt eigentlich 5 dicke, fette Speicher. Und für das ist der Ballon dann auch relativ schön geeignet zum Aufräumen, weil Schaden macht er ja ganz schön, nur ist halt nicht allzu schnell. So. Jetzt zünde ich, habe ich die Fähigkeit der Queen auch gleich einmal gezündet, dass die Bogenschützen da auch ein bisschen aufräumen helfen. Und das sollte man auch gar nicht unterschätzen. Also die, wenn da 8 Bogis sind, die 22 Schaden machen. Das ist so viel wie ein Magier. Nur, dass sie recht schnell laufen mit der Queen mit. So, und. So. Jetzt der Speicher und Blatt. So. Schauen wir uns die Zeit an. Zeit waren 2 Minuten 30. Also, kein Problem. So. Okay, und jetzt hätte ich noch die Angriffe von Gandalf, dem Weißen. Und also die von mir, von Gindi zeige ich nicht hier auf den Zweier, das ist nicht spannend. Aber von Gandalf, der hat zwar jetzt die Tunnelgräber auf Level 2, aber nur Level 5 Heilzauber, Helden nicht wirklich nennenswert. Und natürlich kein Wächter. Und vor allem auch nur 4 Zauber und 220 Armeelagerkapazität. Also bis auf die Tunnelgräber ist das ein kleines neuner Rathaus. Und ich schaffe aber durch die Tunnelgräber die Basen da von den neuen Rathäusern relativ einfach. Es sei denn, ich habe ein Problem mit der Clanburg. Und leider war es in dem Fall so, dass die einfach nicht lockbar war oder nicht vertretbar. Lockbar, ich hätte vielleicht von links Truppen Schweinis reinschicken können, nur Gandalf hat 1er Schweinis und wenn ich da Ballone durchschicke, werden die von der Queen abgeschossen. Also es zahlt sich nicht aus. Und allerdings, meine Hoffnung war eher, dass sich die Clan-Truppen dann mit dem Gift erledige, hat nicht ganz funktioniert. Allerdings habe ich die Tunnelgräber relativ schön platziert. Und wo oder wie man diese
Tunnelgräber einsetzen sollte. Und jetzt bekomme ich das anscheinend ein bisschen heraus. Und zwar, man will eigentlich, normalerweise will man mit den Truppen links und rechts wegräumen. Ja, ist, stellt man sich eine normale Basis vor, angenommen, ich komme von der Richtung, will ich hier Gebäude wegräumen, dann über die Mitte die Truppen ins Zentrum bringen. So. Mit den Tunnelgräbern will ich genau das Gegenteil machen. Und zwar, ich will, dass die Truppen um die Basis herumlaufen. Und das Ziel ist eher, dass man, besonders sind die effizient, wenn ich eine Basis habe, wo in der Mitte nicht viel ist, ist, dass ich hier irgendwo eine Schneise reinschlage. Und das mache ich genau hier. Dass ich die Tunnelgräber dann hier starte und dass die so in dem Schwung um die Basis herum wandern. Und der Grund, warum ich das mache, das macht nur bei Tunnelgräbern Sinn, ist, dass sie in einer großen Gruppe bleiben, weil wenn das der Fall ist, dann tauchen sie nur ganz kurz auf, schlagen einmal hin, tauchen wieder runter. Und solange ich da in einer großen Gruppe ein gewisses habe, kann denen fast nichts passieren. Erst wenn sie sich so weit aufsplitten und ausdünnen, dass sie gerade bei den Speichern oder X-Bögen dann länger an der frischen Luft bleiben, dann können sie abgeschossen werden. So, jetzt kommt der King. So, und jetzt kommen sie. So. Und jetzt habe ich die riesengroße Gruppe. Man sieht auf den Speicher ein paar Splitten da ab. Und so, jetzt kommt die Heilung. Die Heilung bei den Clan-Truppen, nur leider sind meine Tunnelgräber ein bisschen zu schnell. Hier links splittet meine Gruppe ab, aber nachdem dann nicht viel da sind, bekomme ich nicht viel Schaden. Ich setze aber dann doch einen Heilzauber, dass die dann, weil die einfach die Heilung brauchen, weil ich die doch nicht opfern will, damit die einfach die X-Bögen wegräumen. Während die große Menge hier auf den Speichern da immer noch rundherum läuft. Und Achtung auf den Drachen jetzt. So, der verfolgt die Mina, aber sie tauchen unter, er sieht sie nicht. So, jetzt sieht er sie wieder. Bumm. Ziehen sie wieder weg. Jetzt wartet er wieder. Babydrache genauso. Ziehen sie wieder da, bumm, sie sind wieder weg. Schuss geht ins Leere. Sie sind wieder da, sind wieder weg. Sind wieder da, sind wieder weg. Na, jetzt noch nicht, aber jetzt. So. Da, Drache fliegt hin, sie sind da weg. Es sieht sie nicht. So, tauchen wieder auf, Drache fliegt nach. So, okay, ein Schuss, zwei Schuss und sie sind schon wieder weg. Und solange man die so konzentriert halten kann, dann passiert ihnen nichts, weil bei Verteidigung ist genauso, bis die wieder sich ein neues Ziel suchen, dauert das einfach. So, und platt. So. Okay, das Ganze habe ich dann beim dem Zweier auch noch einmal probiert. Nur da habe ich natürlich keine so schöne Stelle, wo die Truppen im Kreis schicken kann. Nur, was ich gesehen habe, ist, ich kann locken. Und zwar, wenn man sich den Radius hier anschaut, kann man hier, wenn ich hier zwei Schweinis reinschicke, bekomme ich die Clan-Truppen raus. So. Dann hole ich sie oben an die Spitze, nehme dann das erst einmal Bababan, die Queen und Magier und dann später den King als Ablenkung und kill den Drachen, also die zwei Drachen, großer Drache und Babydrachen. Und dann nehme ich auch ein bisschen die Speicher weg und mein Plan ist jetzt der, dass ich sage, ich habe da ihr lockere Ding und da relativ dicht. Das heißt, ich kann die Mina, also Tunnelgräber in einer Gruppe so halbwegs durchbringen. Eventuell werden da ein paar so laufen, aber im Wesentlichen habe ich da diesen Pfad. Und sie splitten sich da nicht so sehr auf, weil da einfach eine
ein Spalt ist, wo nichts ist zwischen dem Magierturm da und dem Bogiturm, beziehungsweise dort, wo die Riesenbomben dann liegen. So. Okay, so. King und Queen, so. King denkt noch ein bisschen, so. Okay, links ist mal wieder eine kleine Gruppe abgehauen, ja. Dann zum Magierturm, aber der große Schwung bleibt da beisammen. So. Und nachdem da die Gebäude relativ dicht sind, vor allem was X-Bögen, Rathaus und Kleinburg angeht, und nur mit der riesengroßen Gruppe da, sind sie auch gar nicht so lang an der Oberfläche. So, jetzt kommt die Heilung da bei den Riesenbomben. Links noch eine zusätzliche Heilung dann. Oder nein, die Gruppe, links habe ich die Gruppe geopfert, aber rechts, bumm, wieder alles platt, jetzt sehe ich. Gefährlich sind da immer die Magiertürme, weil die machen Flächenschaden bei allen. Das heißt, man sollte sich zu jedem Magierturm da irgendwo einen Heilzauber einfallen lassen. Jetzt habe ich das hier gemacht, damit sie wieder alle wieder aufgeheilt werden. So, und sind die ganze Zeit in der Heilung, die Queen. Ja, schießt den Magierturm weg. So, Skelette, ja, okay, die sind da draußen, machen aber nicht viel. Und es ist noch einen Heilzauber. Den spare ich noch, weil jetzt ist nur ein Bogiturm da am Wirken. Und man sieht, okay, immer wenn die untertauchen, braucht er ein bisschen. So. Und jetzt ist der Heilzauber neben dem Magierturm, dass ich den außer Kraft setze und Bomben. Weg. So. Und jetzt ist nur mehr der Rattler und der Bogiturm da und alle sind noch in einer großen Gruppe. So. Schwupp. So. Platt. So, also man sieht, wenn man die einfach, man muss sie nur in der Gruppe halten, dann kann nichts passieren. Sobald die Tunnelgräber sich anfangen, richtig aufzuteilen und jede Gruppe in eine andere Richtung sich bewegt, dann ist es vorbei, weil dann sind sie an der Oberfläche und dann werden sie abgeschossen. So, also, ich glaube, das war's jetzt. Neuner Rathäuser sind alle durch. Also, bis dann.